Das heißt, es gab Unfälle, die Personen selber konnten den Notruf absetzen, aber irgendwie hat es gesehen, gehört und entsprechend hat den Neuronotruf 112 abgesetzt. Euronotruf ist also europaweit gültig, deswegen Euronotruf, die Disponenten alarmieren dann auch die entsprechenden Fahrzeuge. Die Fahrzeuge sind jetzt alarmiert und werden dann gleich jetzt hier an die Einsatzstelle einkommen. In dieser Konstellation rückt in Stuttgart grundsätzlich die Feuerwehr aus. Die örtliche Feuerwehrabteilung der Freiwilligenfeuerwehr sowie der zugehörige Berufsfeuerwehrlöschzug kommen immer gemeinsam. Wir versuchen in 10 Minuten bei Ihnen zu sein. Der Rettungsdienst versucht es auch. Manchmal schafft es erst in 15 Minuten, aber das ist sozusagen die Zeit. Jetzt hören Sie den Rettungswagen. Der kommt jetzt aus der Münchstraße. Das zweite Fahrzeug, das jetzt auch dazu kommt. In Stuttgart wird auf dem Löschzug ein Zugführer. Wir nehmen Leitungsdienst. Der jetzt durch Handzeichen kommuniziert der Zugführer hier diese Übung jetzt mit seinem Fahrzeugführer. Dirigiert die Fahrzeuge dann auf den entsprechenden Platz, wo er sie benötigt, um die Unfallstelle dann optimal betreuen und versorgen zu können. Die Großfahrzeuge, wie Sie jetzt gerade sehen, die auf dem Platz aufgefahren sind, die Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr, Hilfeleistung, Löschfahrzeuge, ein rollender Werkzeugkasten mit knapp 2000 Liter Wasser dabei. Wir können also technische Hilfemaßnahmen durchführen, hydraulisches Rettungsgerät, das werden Sie dann gleich noch sehen, aber genauso löschen. Das Fahrzeug, das jetzt hier beim Führungsfahrzeug steht, ist ein Löschfahrzeug der Freiwilligenfeuerwehr, hier von der Feuerwehr Bürgach, das auch ein Standardfahrzeug ist bei der Freiwilligenfeuerwehr und dieses Fahrzeug grundsätzlich alarmiert. Beim Verkehrsunfall, das erste, was Sie machen, ist natürlich Kontakt aufnehmen mit dem Patienten, die abfragen, wie es Ihnen geht. Und dann die nächsten Maßnahmen dann einleiten. Gleichzeitig hat jetzt hier die Freiwillige Feuerwehr eine. Die Maximum wird auf die Netzschalten zerstört, sodass dann ein Zugang zu den Patienten erleichtert wird oder überhaupt ermöglicht. Bei den Patienten zu vermeiden. Daher ist es immer so eine Abwägung zwischen Schnelligkeit und Sensitivität, dass man weiter die Verletzungen erstellen kann. Es gibt so eine Gefahr, dass man in einer Stunde so eine Patienten im Krankenhaus hat. Die goldene Stunde der Rettung. Die Gefahren 10, 15 Minuten ab. Die Laden dann also nicht sehen. Natürlich ist es immer diese Zeit nicht mehr zu nehmen. Aber auch andere Zeiten, wo das deutlich länger wird. Das Fahrzeug wird jetzt gebaut. Das sind diese Handhölzer, die jetzt in das Fahrzeug gestellt werden. Damit können wir dann nicht vermieten, dass wir das Auto geschnitten wird. Das heißt, wir schneiden jetzt dann gleich das Dach weg, das Fahrzeug miteinander zusammensackt oder reinklappt. Bei jeder Bewegung, jede Veränderung der Lage hält man eine Bestimmung für die Situation für den Patienten. Daher ist das also das Ziel, dass man diese Maßnahmen jetzt leider schon lässt.
Auf der Beifahrerseite haben Sie jetzt sehen können, dass mit der Kotflügel eingedrückt wird. Das Kotflügel eindrückt, hat jeder Sinn, ich komme an die Bänder des, der Türscharnier. Man kann dann die Bänder der Tür, der Scheibe und die Tür entfernen. Das wird das jetzt mit dem hydraulischen Rettungsgeld gemacht, dass die gelben und roten Schläuche Sie zum Fahrzeug führen. Diese hydraulischen Rettungsgeräte können Sie sich zu Hause im Endeffekt genauso vorstellen wie eine Kombizange oder einen Dosenöffner. Genau dieselbe Funktion haben diese Fahrzeuge dann zu öffnen. Das hier ist zur Verfügung gestellte Fahrzeug, ist ein kastelliges Modell. Also wir haben hier diesen schönen gelben Dosenöffner. Auf der Fahrerseite konnte die Tür nicht geöffnet werden, daher wird hier immer noch über die Blitzerscheibe gearbeitet. Zusätzlich sind zwei Personen oder zwei Kollegen in der Feuerwehr auf die Heckwand geklettert, um von hinten das, die Patienten zu stabilisieren, die Maßnahmen mit ihnen abzustellen, das heißt, es wird ständig kommuniziert, welche Maßnahmen um sie gemacht werden, mit ihnen gemacht werden, welche Aktionen sie machen müssen. Im Endeffekt auch dann kommt irgendwo ein Schmerz oder es tut, stützen diese Kollegen hinter den Patienten und sprechen mit diesen jede Maßnahme ab. Der erste Patient ist jetzt gerettet. Er wurde auf ein sogenanntes Spineboard gelegt. Zeitgleich wurde der Patient auch vorher schon ein Stiffneck angelegt. Das ist eine Halskrause, die einfach bei der Rettung die Halswirbelsäule stabilisiert und nicht in der Gelegenheit. Es muss also das Lachen können. Ich bin schon zu haben, das braucht aber die letzten Maßnahmen nicht. Sie sehen aber auch, wie die Personalien sind, um alle Tätigkeiten durchzuführen. Das heißt, wir haben das Personal, das die Patienten bekommt. Eine Materialabfrage. Welche Personen? Wir haben jetzt einmal nur ein Fahrzeug getroffen, und ein zweites Fahrzeug müssen wir natürlich Maßnahmen verdoppeln. Das heißt, doppelte Rettungskräfte, doppelte Rettungswagen, um entsprechend alle rechtzeitig auch versorgen zu können. Dazu ist Platz notwendig. Ja? Wir brauchen natürlich auch Rettungsfläche und Schutz. Das hat dann zum Grund, dass der Grund, warum wir dann München auch Straßen sperren müssen, um die Maßnahmen dann sicher durchzuführen. Das bringt dann natürlich nichts. Wir haben eine Spur gearbeitet, Sie sehen, wenn wir nicht umfahren, auf der Mahalettspur fahren wir auf Autos mit 125. Das funktioniert nicht so. So, jetzt auf die Fahrerseite. Die Zuschauer auf dieser Seite sehen jetzt das hydraulische Rettungsgerät. Hierbei handelt es sich um diese Schere, die hydraulische Rettungsschere. Mit entsprechenden hohen Spannungen, die Fahrzeuge entsprechen, dann nicht verletzt werden können. Die Schutzladung ist im Endeffekt, dass wir höchstens 8 Sekunden bei Tauchanhängern gerade überleben. Dafür ist diese, sind diese gerade ausgelegt. An einem heutigen Tag, bei diesem Mittwoch, in der Aufgabe, die gerade wahrgenommen wird, schwitzt man ein bisschen gerade. Es macht keinen Spaß, diesen zu tragen. Alles nur 5 Grad ist hart warm. Aber wir wissen natürlich nicht, wo wir hinfahren, was auf uns, was wir antreffen. Jetzt wird zum Schluss noch ein grober Bauschritt gesetzt, um dann das Dach nach vorne abwerfen zu können. Das Dach wird jetzt nach vorne gewerkt. Jetzt haben wir nach hinten heraus einen sehr, sehr breiten Rettungsbereich abgedeckt, sodass sich da Patienten nicht weiter verletzen können. Also jeden Patienten noch Einsatzkräfte, wenn natürlich die Schnittmengen, das ist sogar zu Hause von Konservenwerfen, sehr, sehr scharf sind und böse Schnitte verursachen können. Der Sitz wird nach hinten geschraubt, sobald wir nicht. Diese Tätigkeiten sind natürlich dann auch wieder, das kennt man auch gefragt, natürlich an Patienten arbeiten, an Personen arbeiten, um diese Rettung dann schon jetzt vorzunehmen.
schnelle Versorgung zu gewährleisten, ist der Rettungswagen dann auch schon Radwagen, gerade der Rettungswagen steht bereit, der Rettungswagen steht daneben. Das ist eigentlich alles schon vorbereitet für die Patienten, wenn sie dann auf den Tragen liegen, die weiteren Maßnahmen zu führen. Das können sein Blutzuckermessungen, Sauerstoffzentrum, Messungen, EKG. Das sind Maßnahmen, die wir alle vor Ort machen können, bevor überhaupt der Patient im Krankenhaus ist. Medikamentengabe macht der Oberarzt, der ist heute im Krankenhaus nicht dabei, wäre aber bei einem schweren Unfallverhältnis dann auch zugegen. So, die Patientin wurde jetzt nach hinten gerettet, wird auf die Rettungstrage des Fahrzeugs gelegt, nicht mit der umgelegt, sondern auch hier ist diese Strike-Trage, das Beiborn endlich verbleiben am Körper und damit wird der Patient dann in die Klinik transportiert. Entsprechend behalten wurde natürlich angebracht, sodass dann auch der Transport sicher durchgeführt wird. Tragen in Fahrstellung und der Patient kann ins Krankenhaus. Verkehrsunfall. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht, uns heute zuzuschauen und zu begleiten zu dürfen. Ich hoffe auch, wir konnten Ihnen ein bisschen das Leistungsspektrum an der Feuerwehr, auch an der städtischen Feuerwehr, zeigen. Aber das ist jetzt nicht nur das, was heute der Stuttgart kommt, was wir das besonders machen sollen. Jede Feuerwehr, Baden-Württemberg, deutschlandweit, kann diese Maßnahmen durchführen, führt diese Maßnahmen täglich durch. Ist also nicht.